Wie kann ich ernährungsmedizinisch Harnsäurewerte absenken? Nun, Harnsäure hat jeder von uns im Blut, aber wenn ich eine gewisse Schwelle nach oben überschreite, dann kriege ich davon Gicht. Gicht war ja früher bekannt als die Erkrankung der Könige, weil es bestimmte Risikofaktoren dafür gibt, dass mein Harnsäurespiegel höher steigt. Und das waren, wenn Sie traditionell gucken, vor allen Dingen bestimmte tierische Eiweiße, wie sie in Innereien vorkommen. Und ein einfacher Bauer hätte sich nicht täglich Innereien leisten können. Das hätte sich nur ein Herrscher leisten können. Und deswegen sagt man, früher war Harnsäure die einzige Problematik bei den Menschen, die sehr hochgestellt waren, sodass sich das gute Essen, also die Innereien, überhaupt leisten konnten. Es ist erstmal ganz interessant, dass die Innereien hier offensichtlich das Beste ist, was man so essen kann. Wir heutzutage essen ja, wenn wir tierische Produkte essen, primär Muskelfleisch. Aber gucken wir in andere Kulturen, gucken wir in die zum Beispiel kulturamerikanische Ureinwohner, vor Amerika entdeckt worden ist, war es so, die haben auch die Innereien als Menschen gegessen und das Muskelfleisch, das war für die Hunde, das war das schlechtere Essen, ist ganz interessant. Jedenfalls ist es so, wenn Sie täglich sehr große Mengen Purinen essen, das bestimmte Bestandteile, woraus unser Erbgut besteht, und das ist in Innereien mehr als im Muskelfleisch, wenn Sie davon sehr große Mengen essen, dann bildet sich im Abbau mehr Harnsäure und kann den Harnsäurespiegel treiben. Wenn Sie in normalen Mengen das essen, also zum Beispiel eine Portion Leber in der Woche, werden Sie hier in der Regel keinen nennenswerten Anstieg haben. Hier ist es eher so, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen. Harnsäure kann auch getrieben werden durch Alkohol. Das ist ein relativ relevanter Faktor, je nachdem, wie viel man trinkt. Es kann getrieben werden durch langes Fasten. Das heißt, nur wenn wir wissen, wir sind große Fan von Fastentherapie. Wenn ich jetzt in einen Fastenzyklus starte und danach meine Harnsäure messe, habe ich den in der Regel verdreifacht oder vervierfacht. Das heißt, je nachdem, wann ich Blut abnehme, muss ich das mit in Betracht ziehen. Allerdings weiß man, wenn man richtig fastet, wir haben ja ein bestimmtes Fastenschema, kann man viele Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um zum Beispiel eine Bildung von Harnsäuresteinen, was außer Gicht noch eine Komplikation von Harnsäure ist, zu vermeiden. Der wichtigste Punkt aber, warum Harnsäure ansteigt, ist Fruchtzucker und Fruchtzucker. Das ist in der heutigen Welt mit Abstand der häufigste Grund dafür, dass wir hohe Harnsäurespiegel finden. Dann gibt es noch ein bisschen genetische Ursachen. Das heißt, erst einmal gibt es Familien, in denen höhere Harnsäurewerte laufen als in anderen. Und dann hat es etwas mit dem Östrogenspiegel zu tun. Eine Dame hat vor ihrer Menopause in der Regel eher höhere Östrogenspiegel. Und Östrogen hilft bei der Harnsäureausscheidung. Deswegen ist es ganz interessant, wenn der Harnsäurespiegel zu hoch wird, gerät man in einen gewissen Gewichtszunahmemodus, weil der Körper glaubt, es ist Fruchtsaison, wir essen viel Obst, also nehme ich auch Gewicht für den Winterspeck zu. Und viele Frauen machen die Erfahrung, dass sie ihr Leben lang ihr Gewicht halten, dann gehen die in die Menopause, das Östrogen sinkt, deswegen steigt die Harnsäure. Und weil die Harnsäure jetzt einen kritischen Wert überschreitet, beginnen sie plötzlich, obwohl sie die gleiche Menge an Kalorien essen, die gleiche Menge an Bewegung haben, plötzlich Gewicht zuzunehmen, weil die Harnsäure... An dieser Stelle unterbrechen wir dieses Video, denn das Video ist eigentlich Teil meines kostenpflichtigen Ernährungsprogramms. Sie bekommen jetzt trotzdem eine Möglichkeit, sich dieses Video zur Probe anzuschauen. Das machen wir, damit Sie einen Eindruck erhalten können, welche Inhalte Sie erwarten, wenn Sie sich entscheiden, mit uns hier in der Praxis Dr. Gersch zusammenzuarbeiten. Um das Video jetzt einmal vollständig anschauen zu können, schicken Sie bitte eine SMS mit dem Wort Video und der Nummer des Videos sehen Sie jetzt hier eingeblendet an die genannte Handynummer. Sie erhalten dann von uns eine SMS mit dem Link zum vollständigen Video zurück und wir kontaktieren Sie auch, um zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Mein lektinfreies Ernährungsprogramm, das zeige ich Ihnen hier einmal. Das ist übrigens eine
Ansammlung, nicht nur von Videos. Also ja, Sie kriegen auch Zugriff hier auf mein Business-Archiv. Gucken Sie, das hat jetzt über 1600 Videos zu allen möglichen Aspekten der lektinfreien Ernährung. Aber eigentlich geht es darum, dass Sie in dem Programm persönliche Unterstützung bekommen, durch unsere Community, durch die Videosprechstunde, die wir jede Woche machen. Denn die Erfahrung zeigt, viel Wissen nützt Ihnen gar nichts, sondern es geht um die tatsächliche Umsetzung. Eine lektinfreie Ernährung funktioniert sehr gut, wenn Sie sie zu 100% und fehlerfrei umsetzen. Und wir wissen, wenn wir Ihnen jetzt nur Videos geben würden, dann wird das in der Regel leider nicht klappen. Deswegen bieten wir eine lektinfreie Ernährungsumstellung auch ausschließlich im Rahmen von meinem strukturierten Ernährungsprogramm an. Und für diejenigen, die jetzt sagen, Dr. Hirsch, warum stellen Sie dann nicht einfach alle Videos kostenlos ins Internet, wenn man doch sowieso die Gemeinschaft des Programms und die persönliche Unterstützung für eine lektinfreie Ernährungsumstellung braucht? Weil ich weiß, dass Sie ganz sicher Rückfragen haben werden. Und die Rückfragen, dafür brauchen wir den richtigen Rahmen, die zu beantworten. Meine Praxis bezahlt sehr gute Löhne. Und wir stecken wirklich viel Ressourcen in dieses Ernährungsprogramm. Beispielsweise habe ich 2 Mitglieder im Team, die nichts anderes in ihrem Job machen, als die lektinfreien Rezepte auf unsere Patientinnen und Patienten individuell anzupassen. Deshalb, wer jetzt sagt, ich möchte sowieso kein Geld ausgeben, der ist bei uns grundsätzlich leider nicht richtig. Und ich muss auch dazu anmerken, für diese Menschen ist auch eine lektinfreie Ernährung nichts. Denn allein gute Lebensmittel kosten mehr Geld in lektinfreier Qualität als konventionelle Lebensmittel. Und wie soll ich Ihnen sagen, der Preis von einem schlechten Lebensmittel gegenüber einem guten lektinfreien Lebensmittel ist wahrscheinlich mehr als das 100-fache davon. Und diejenigen von Ihnen, die jetzt sagen, naja, 100-fache, wie soll das sein, dann haben Sie sich mit der Thematik, was Ernährung alles an negativen Folgen auslösen kann, wenn man sie falsch macht, wenn Sie essen, was Ihnen schadet, noch nicht beschäftigt. Schauen Sie sich dazu bitte mehr Informationen an, weil dann sind Sie einfach noch nicht bereit. Aber wenn Sie jetzt sagen, lektinfreie Ernährung, Sie haben mich jetzt am Haken, das machen wir, dann lade ich Sie ein, kommen Sie direkt in unser Ernährungsprogramm und wir starten durch. Und wenn Sie jetzt aber erst einmal genauer wissen möchten, wie geht jetzt dieses Video hier weiter, wie läuft eine Zusammenarbeit ab, dann meine Einladung an Sie, schicken Sie uns diese SMS zu. Die SMS kostet Sie das, was in Ihrem ganz normalen Handytarif für eine Nachricht anfällt. Die Antwortnachricht, die Antwort-SMS von uns, die berechnen wir Ihnen nicht. Und Sie müssen wissen, der Abruf ist auf maximal 2 Videos limitiert, weil spätestens dann bitten wir, sich zu entscheiden, möchten Sie mit uns arbeiten, ja oder nein. Also, senden Sie uns jetzt eine SMS an die eingeblendete Nummer und Sie erhalten Zugriff auf die vollständige Version des Videos. Ich freue mich, wenn ich Sie dabei begleiten und unterstützen darf, Ihre Erinnerung umzustellen. Bis dahin. Tschüss. Check up your vitals, define your issues, set up your goals for a healthier you. Care about your complaints and prevent future ones. Let's make a mark for longevity. Here at Dr. Gersh, your life has worth.